Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angelos. In der letzten Folge haben wir den Wassertempel ein Glück geschafft beim zweiten Try, sag ich mal, beim Boss, weil ich bei dem ersten Try gar keine Leben hatte. Jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg zum Seher, aber ich sehe gerade, da oben ist natürlich noch eine Kiste und ich weiß auch schon ganz genau, wie ich da rankomme. Erstmal müssen wir hier eine Plattform erschaffen. Ich habe auch schon gesehen, ich töte hier einfach alles One-Hit, wenn ich die mal treffe. Lapp, tot. Und natürlich kriege ich das trotzdem nicht hin, weil ich ein Vollidiot bin. Das ist total richtig, Leute. Ich bin ein Vollidiot. So, aber wir können ja einfach mit unserer coolen Wasserfähigkeit, die wir auch im Wassertempel bekommen haben, hier runter sliden. Ich habe angenommen, dass das funktioniert. Das ist jetzt natürlich blöd, Leute. Das ist natürlich sehr blöd. Okay, dann brauchen wir garantiert noch eine andere Fähigkeit, um das irgendwie zu machen. Hallo. Ja, ich hoffe, du bist der Aufgabe gewachsen. Ja, das hoffe ich auch. Aber die wissen ja alle nicht, was ich hier alles Tolles mache. Hallo, Seher. Ich brauche einmal deine seherhaften Fähigkeiten. Oh, ich sehe Wasser unter einem zerstörten Brücke nahe des Schlosses. Verlasse das Schloss in diese Richtung. Und dann gehe diese Richtung. Okay, ich gehe diese. Warte, erst aus dem Schloss raus. Heilt einen eigentlich der Speicherpunkt auch mit den Magiedingern? Ja, okay, das ist sehr schön. Wir haben richtig viel Geld. Ich glaube, wir können uns sofort neue Rüstung kaufen, wenn wir in der neuen Stadt sind. So, aber erstmal nach links raus. Haben wir nicht erst noch der Wald? Schloss nach links. Oder warte, wir sollten das Schloss nach links verlassen und dann nach rechts gehen, ne? Also wir sind jetzt aus dem Schloss draußen und wenn wir jetzt nach rechts gehen, dann sollte hier... Achso, ja, hier. Hier ist diese komische Brücke. Was sagt dieses Ding? Einfach nur Schloss Loom. Also hier unten anscheinend soll irgendwas sein, sagt der nette kleine Seher. Aber was genau, weiß man noch nicht. Okay, also da unten, kamen wir hier noch nicht weiter damals? Ich weiß es halt nicht, ich war hier noch nicht so richtig. Stimmt, hier war einfach nur eine Sackgasse. Okay, also dann können wir ab jetzt hier einfach hoch. Ah ja, hier. Cool, einmal durch die Kanalisation. Durch die Kanalisation in dieses komische Schloss. Hallo, goldene Ameisenviechding. Ich bin Kampfredner Flo. Stimmt, das ist ein Flo. Das macht vollkommen Sinn. Dank dieses Pergaments kann ich dich einen neuen Landgriff lehren. Oh, nice. Neues Pergament. Du hast Flo-Schriftrolle. Drücke hoch und Angriff für einen aufsteigenden Angriff. Du kannst ihn beim Springen ausführen. Oh, nee. Oh, das sieht cool aus. Okay, danke, kleiner Flo. Du kannst diesen Angriff nach dem Hüpfen auf einen Gegner erneut ausführen. Das ist ja super gut. Okay, jetzt haben wir diese coole Fähigkeit. Damit kommen wir jetzt aber auf jeden Fall an die... Oh, oh nein. Achso, man kann das auch in der Luft... Oh, das ist ja cool. Man kann springen und das dann machen. Das ist quasi unser Doppelsprung. Oh, das ist super cool. Aber man kann nicht springen, nachdem man das eingesetzt hat. Okay. Ich glaube, damit kommen wir dann auch an die Kiste ran, die ich eben schon haben wollte. Ich finde cool, wie sich das alles aufbaut. Ist nicht, ich halt nicht so wirklich Open World mäßig, aber ist Open World genugig für mich auf jeden Fall. Ach ja, und wir haben ja schon unser zweites Element, das heißt, so lange wird es nicht mehr dauern. Ich gehe jetzt wieder zum Seher, denn der Seher ist mein bester Freund in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Ach ja, dann hol dir noch eine rote Rüstung und einen Vulkan. Hier, geh weiter in diese Richtung. Okay, danke, kleiner Seher. Dann gehe ich halt nach links. Aber, warte, was? Einfach von hier aus? Was war hier denn eigentlich nochmal? Was wolltest du nochmal? Ich bin der Alchemist. Kehre zu mir zurück, wenn du im Besitz aller vier Elemente bist. Ach so. Ich werde die Lichtessenz synthetisieren. Ah, okay. Das ist bestimmt der Bösewicht. Und der klaut uns dann alles, weil, keine Ahnung. Das wäre ein richtig krasser Plot-Twist. Gut, also wir sollen nach links. Ja, eine Navi wäre irgendwie ganz cool. Also so Zelda-artig, dass noch irgendwas an uns rumfliegt und uns immer wieder nervt. Irgendwie ein kleiner Begleiter oder ein kleiner Hund, der uns hinterherläuft. Der muss ja nicht mal was machen, der soll halt einfach nur hinterherlaufen. Sowas fände ich ganz schön. So, hier, Zauberer meinte, wir sollen nach links gehen, aber er hat nicht so richtig gesagt, was wir machen sollen. Wir haben jetzt natürlich so eine komische Fähigkeit, dass wir hier so cool unseren Doppelsprung machen können. So, und er meinte noch, wir sollen die rote Rüstung anziehen und irgendwas mit dem Vulkan, ne? Dann machen wir das auch. Ich habe noch nie einen Vulkan gesehen. Aber vielleicht können wir auf der Karte irgendwas sehen. Wir sind jetzt bei Bosco und gehen gerade Richtung links. Wir sollen wahrscheinlich nach Vira. Ja, sieht richtig aus. Links hinterm Wald wird das sein. Ach, wir waren gerade in Atlant. Das war die Wasserstadt da. Okay, alles klärchen. Und später geht's dann noch in die Wolken, wie es aussieht, für das Luftelementar vermutlich. Mit dem Luftelementar kann man bestimmt auch coole Sachen machen. Eine Sache möchte ich aber nochmal kurz ausprobieren, und zwar, ob, wenn wir hier das Ding machen und dann hochspringen und... Moment. Also wenn wir hochspringen, dann diese komische Attacke machen. Ja, ich komme hier gerade wieder nicht klar. Ah ja, dann können wir trotzdem noch...
weiter mit dem Blubberblub gehen. Also wir können uns auf jeden Fall diese eine Truhe holen, aber ich bin jetzt schon so weit nach links gelaufen, ich habe jetzt keine Lust nach wieder dahin zu laufen zu der Truhe. Wir gehen jetzt erstmal zum Vulkan. Wir kommen höchstwahrscheinlich sowieso irgendwann nochmal vorbei. Von daher alles cool. Ja Leute, habt ihr den ESC geguckt am Montag? Hier ist kein Vulkan. Hallo. Banane. Wachsen im Wald. Die wachsen auf Bäumen im Wald? Ich habe hier auch noch keine Bananen gesehen. Ich habe ihn geguckt. Das ist irgendwie Tradition bei uns in der Familie, dass wir immer ESC gucken. Also Eurovision Song Contest, wer die Abkürzung nicht kennt. Und es war super witzig bei dem Public Voting. Da hat Deutschland nämlich 0 Punkte bekommen. Ich glaube, das war auch lange nicht mehr so. Beziehungsweise doch vor 2 Jahren oder sowas sind wir sogar mit ganz 0 Punkten rausgegangen, ne? Das war auf jeden Fall witzig. Da, ja, also die Public, die mögen uns irgendwie gar nicht, wie es aussieht. Von den Jurymitgliedern haben wir zumindest ein paar Punkte bekommen, sodass wir nicht letzter waren. Letzter ist, glaube ich, UK geworden dieses Mal, also England. Obwohl ich deren Lied auch nicht so kacke fand. Ich habe England recht gut bewertet, weil so ein Schnulzenlied. Aber ich fand es trotzdem nicht so schlecht. Die bewerten irgendwie ganz komisch beim ESC. Und das Siegerlied ist auch mega, mega langweilig. Das weiß ich trotzdem nicht, was ich machen soll. Was für ein Vulkan. Aber jetzt bin ich schon wieder so weit nach rechts gelaufen. Jetzt muss ich mir diese Kiste wiederholen. Ich laufe immer hin und her hier. So, also Blubbi-Bläschen. Dann nach oben springen und rüber sliden. Haha, guck mal. XP hat uns das gebracht. Na, immerhin. Das hat doch schon mal funktioniert. Und wieder den ganzen Weg nach links. Okay, gar keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber ich denke mal hier in diese komische Höhle rein. Unter dem Wald, weil hier gab es, glaube ich, noch einen Punkt, wo man einen Doppelsprung gut gebrauchen konnte. Bei den Kirbys, genau, die Kirbys waren hier. Genau, da kann ich mich doch dran erinnern. Wenn schlechtes hören, kann sich auch mal an Sachen erinnern. Aber ja, beim ESC fand ich tatsächlich am besten, aber... Hier kann man nämlich hoch. Nein, oh Gott. Toll. Nein, ernst, Dizzy? Du solltest da hochhüpfen und stattdessen fällst du hier runter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hier bin, ne? Und auch nicht, wie ich da wieder hochkomme. Oh nein, das war ja super dumm. Ich fand auf jeden Fall am besten Dänemark. Hier ist super kacke gerade. Dänemark, das war so ein Mit-Wip-Lied. Das fand ich ganz nett. Oh Gott, ist das nervig in dieser Höhle. Und neben Dänemark noch Norwegen. Die fand ich beide am besten. Aber ich glaube, beide waren sogar auf der linken Seite. Zum Erdtempel, aha. Also bei der Abstimmung waren die auf der linken Seite. Linke Seite sind die besseren Leute und auf der rechten Seite ist das untere 50%. Die untere Hälfte. Ja. So weit zu mir. Und ihr so, Leute? Ich habe aber, glaube ich, ich hab während ich das geguckt habe, halt die ganze Zeit auch in der ESC-App mit ein paar Leuten gechattet und so, habe dieses Jahr nicht Twitter so viel vollgesetzt wie die letzten Jahre. Das war ja eigentlich immer schon... Hey, jetzt bin ich ja doch wieder oben. Dann bringt mir das doch nichts. Das war eigentlich auch schon Tradition, dass ich immer Twitter voll spamme, aber ich merke immer mehr, dass die Leute bei Twitter... Ich komme jetzt gerade von oben hier, ne? Das ist super lame. Dass die Leute ESC alle blocken, weil die das alle nervig finden und ich will ja jetzt auch keinen nerven. Und dann wieder meine ganzen Follower verlieren. Ja, ich komme tatsächlich von da. Ah, dieses Spiel, ich verraffe immer nicht, wo ich hin muss, ohne Witz. Und ja, deswegen habe ich das dieses Jahr aufs Minimum beschränkt. Ich habe vielleicht 5 Tweets oder so gemacht und habe dann lieber per WhatsApp mit ein paar Leuten gechattet, wie man das so fand, etc. Und ja, ich habe halt die ganze Zeit, während ich geguckt habe, auch in dieser ESC-App per Osram-Abstimmung immer Punkte vergeben. Also das sind so Punkte nur für einen selber, damit man schon mal weiß, wie man abgestimmt hat. Ach, hier können wir noch weiter. Ich kann euch das auch einmal einblenden, wenn ich das nicht vergesse einzublenden. Vergesse ich sowieso, Leute, aber egal. genau, könnt ihr sehen, wie ich abgestimmt habe. Ich habe kein einziges Mal 12 Punkte gegeben. Ich glaube, ich habe der deutschen Lied sogar eine 6 gegeben oder eine 7. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Weil so schlecht war das gar nicht. Ich muss sagen, die ersten 3 Lieder vor dem deutschen Lied, die fand ich mega kacke. Also wirklich mega kacke. Deswegen hat das deutsche Lied auch eine recht gute Benotung von mir bekommen. Hätte ich alle Lieder gleich von Anfang an gewusst, dann hätte das deutsche Lied wahrscheinlich nicht so viele Punkte gehabt, wie ich das jetzt gegeben hatte. Hier kann man doch bestimmt irgendwas Cooles machen. Irgendeine Banane holen oder so, keine Ahnung. Ja. Aber am besten bewertet habe ich Norwegen und Dänemark und noch irgendwas. UK hatte ich auch noch gut bewertet. Das weiß ich. Da oben ist die Banane. Die können wir auf jeden Fall dem Affen geben, wenn wir da irgendwie rankommen. Sollte doch. Easy, machbar. Ja, Banane! Okay, dann geben wir das kurz beim Affen ab. Ohne Witz. Dafür ist das doch hier, oder? Aber kommen wir hier dann wieder hoch, ist die Frage.
Oder muss ich dann den ganzen Weg nochmal laufen? Ach egal, ich gebe das kurz ab beim Affen hier. Hallo kleiner Affe, ich habe Bananen für dich. Hier, ich liebe Bananen, ich würde gerne welche essen. Hier, hier, eine Banane für dich. Danke sehr, ich kann dir dafür das hier geben. Oder anbieten. Oh, ein, was? Und ich biete dir auch das an. Erfahrungspunkte, aber er klaut mir trotzdem mein Geld. Was hat er uns dafür gerade für ein Amulett gegeben? Als ob der uns einfach ein Amulett gibt. Ohne Flachs. Das war aber kein richtiges Amulett. Ein Anhänger. Ah, das ist der Anhänger der Prinzessin, Leute. Das ist eine Nebenquest hier. Die eine Wache meinte nämlich, dass ein Affe der Prinzessin ihren Anhänger geklaut hat. Okay, warte, dann gebe ich das auch nochmal kurz ab. Hallo Prinzessin, euer Held ist da. Ich habe euren Anhänger gefunden. Bitte heiratet mich. Hier. Du hast meinen Anhänger gefunden. Meine Mutter gab ihn mir einst. Er ist für mich von unschätzbarem Wert. Gibst du ihn mir zurück? Nein. Ja, hier, nimm. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm meine Tiara. Sie ist sehr wertvoll. Das ist das schlechteste Geschenk aller Zeiten. Du kannst doch keinem Mann eine Tiara schenken. Wenn ich weiß, was eine Tiara ist, ich glaube, das ist für Prinzessinnen diese Kopfschmuck. Also Könige tragen halt eine Krone und Prinzessinnen haben so ein Tiara-Ding. Das ist quasi so ein Kopfreif oder so. Ach, du hast mich gerettet und nur noch meinen Anhänger zurückgebracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lass uns bitte heiraten. Ich liebe dich so sehr. Ein kleines... Ja, oh, kann man das mitnehmen? Danke. Das finde ich cool. Okay, er ist auch von der Errungenschaft bekommen. Ich finde cool, dass man das einsammeln konnte. Ach, du hast mich gerettet. Ach so, ja, klar. Oh, gibt's uns jetzt immer wieder Herzen? Ah, jetzt sind es immer wieder die normale Herzen. Was sagt der König? Nein, gar nichts. Cool, also es hat uns zumindest das gebracht, dass wir uns jetzt liebt und immer wieder mit Herzen versorgt. Die Herzen bringen halt gar nichts, weil man auch an diesen Speicherpunkten immer wieder Herzen bekommt. Apropos, erstmal speichern. Da ist übrigens mein Spiel eben abgekackt, als ich das gemacht habe, weil Steam das Spiel nicht aktualisieren konnte. Und anscheinend kackt es jetzt auch schon wieder ab. Hallo? Ja, nice. Cool, danke. Also ganz offensichtlich mag dieses Spiel nicht, wenn man speichert. Das finde ich sehr toll. Aber er speichert zum Glück trotzdem. Also wir haben jetzt trotzdem unser Herzteil da bekommen. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall einmal zum Feuerding. Wir laufen wieder die ganze Zeit nur hin und her. Ich bin anfällig für Nebenquests. Es tut mir leid, Leute. So, nun gehen wir hier aber weiter. Auf zum Vulkan! Auf zum Atem! Aber ihr könnt mir ja mal sagen, welchen ihr am besten fandet beim ENC. Ob ihr das überhaupt guckt, ob ihr wieder gar nichts guckt. Die Mauer. Okay, auf zur Mauer. Sind da die... Aua. Ist da die Nachtwache? Ja, und überhaupt was alles. Wen ihr am besten fandet, wen ihr am schlechtesten fandet. Ich muss sagen, ich fand richtig viele... Also ich fand jetzt dieses Jahr... Mann, ey. Ich fand das dieses Jahr alles nicht so gut, die ganzen Lieder. Letztes Jahr waren die besser. Da gab es Rasmussen? Wir werden tatsächlich noch zur Bade. Der Däne letztes Jahr, den fand ich richtig cool. Und das habe ich... Da ist sogar der Ocarina! Mega gut. Ja, den fand ich richtig cool. Der ist auch in meiner Playlist drin, in meiner Gute-Laune-Playlist. Und hallo, ich hätte gerne eine Ocarina. Ach, du spielst die Leier? Tut mir leid, ich habe diesen Artikel nicht. Aber mit dem nötigen Material kann ich ihn herstellen. Was willst du denn haben? Was ist denn eine Leier? Hey, was soll denn eine Leier? Ich hätte gerne die Ocarina da hinten. Oder die Triangel, die kann ich auch noch spielen. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Geige, wir haben noch zwei Harfen. Eine Ukulele oder was das ist? Und was ist das hier? Das ist auch so eine Zweihandharfe, ne? Ich glaube, die gibt es auch bei Zelda, so eine komische Harfe hier. Und noch ein paar Werkzeuge sind das hier hinten wahrscheinlich. Oh, das ist ja was gut. Ja, er erzählt mir nicht, was ich ihm geben soll. Das ist ein bisschen komisch. Ich meine, er will doch, dass ich ihm was bringe, aber er sagt mir einfach nicht, was er will. Aber das finde ich auch noch cool. Hoffentlich hat das auch Spielauswirkungen. Dass man hier irgendwie sowas machen kann. Na, wie teuer ist denn das jetzt? Nur 700, klar, ist gekauft. Danke, tschüss. Da geht's weiter. Hier geht's in den Brunnen rein, ja. Okay. Bonuslevel? Mond? Das ist eine mondförmige Aussparung. Oh nein, es ist wirklich wie bei Zelda, Leute. Also ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich vermute, nachdem wir die vier Elemente haben, müssen wir dann hier nochmal hin und nochmal drei Bosse besiegen oder so. Also, das Spiel ist vielleicht doch ein bisschen umfangreicher als zunächst angenommen. Kriegen wir noch ein neues Schwert? Ja. Beim netten kleinen Panda. Du bist ein roter Panda in grün. Das ist vielleicht süß. Da steht K, Leute. Das ist K. In Katakana. Im Hiragana sieht es genauso aus, aber egal. Was kostet denn dein Schwert? Eine Masamune. Jo, nehme ich mit. Danke. Ich hab zu danken. Kleiner Samurai-Panda. Senpai, notice me, please. Ja, auch nochmal. Auf jeden Fall ein bisschen stärker.
Nicht so schlecht. Ich weiß immer noch nicht, was die Level bringen, leider. Ich hoffe, es kommt später noch irgendwie so ein Meister. Das Schwert sieht cool aus. So ein komischer Meister, der mir irgendwas beibringen kann. Das Masamune-Schwert hat eine tolle Reichweite. Ja, das sehe ich. Aber jetzt habe ich keine Blubbies mehr. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte lieber hier so ein Speer gehabt. Aber okay. Dann halt ein Masamune. Warum da hinten K stand? Keine Ahnung. Ich glaube, K heißt auch Schwert auf Japanisch. Warte, das muss ich mal kurz nachgucken. Nö. K heißt einfach nur Oder. Das ist schade. Aber ist okay. Und das ist auch das Fragewort im Japanischen. Warte, ich krieg's hin, Leute. Keine Sorge. So, hier. Da ist der komische Vulkan. Endlich. Die sagen dann am Ende irgendwas mit K und dann ist es eine Frage plötzlich. Hier zum Beispiel... Und dabei war... Nandeska? Das heißt dann... Wie ist der Name? Und dieses K... Also wenn ihr mit einem Japaner redet... Okay, hier sind voll die komischen Barbaren. Und die irgendwas mit... Die sehen komisch aus, Leute. Die irgendwas mit K am Ende sagen, dann haben sie euch garantiert eine Frage gestellt. Als kleiner Hinweis, yeah. Und dann könnt ihr sagen, was heißt denn nochmal ja auf Japanisch? Hi. Hi, hi. Hi, 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 hi. Könnt ihr dann die ganze Zeit sagen und immer nicken und freundlich grinsen. So wie ihr das schon die Pinguine aus Madagaskar beigebracht haben. Die können nämlich auch sehr gut Japanisch, ja, ja. Hi, hi. Mann, ich laufe immer noch gegen alles gegen, das ist so blöd. Und die erinnern mich an irgendwas. Die erinnern mich an diese Trolle. Kennt ihr die Trolle? Die auch so komische Haare haben? Oder aus irgendeinem Film? Vulkaneingang, Feuertempel, Dorf Vierer. Okay, gehen wir erst zum Dorf Vierer? Vielleicht schon. Vielleicht brauchen wir eine andere Rüstung. Hier ist schon wieder so ein Schlitz. Da ist ein seltsamer Riss. Ihm entströmt eine trübe Energie. Also hier kommt anscheinend auch bald der böse Dude raus. Und wir sind in... Wie heißt das Dorf Vierer? Im Dorf Vierer. Hi. Schlüsselloch des Lufttempels. Nur der Wächter hat den Schlüssel. Okay. Müssen wir also später hin. Gibt es denn hier auch Leute? Oh, guck mal, wie cool er da an der Wand steht. Im Vulkan gibt... Jo, im Vulkan gibt es ein Labyrinth. Ich habe den Weg hindurch auf ein Pergament notiert. Aber ein Affe hat es gestohlen. Immer diese Affen! Verdammt, seien die Affen! Okay, was kriegt man hier? Schuhe oder so? Ach, das ist eine Bar. Hallo, kleines Schwein. Was machst du hier in der Taverne? Das ist Kreon für Kinder. Okay. Ich bin kein Kind. Ich bin größer als du. Ein spielt ein Musiker auf dieser Bühne. Aber er taucht nicht mehr auf. Oh. Aha. Ja, ich hab den Hint gesehen und gemerkt. Ich weiß, was ich tun soll. Ach, ich bin gelangweilt. Und du? Oh, es ist lange her, dass ich einen Künstler beim Musikmachen zugehört habe. Ja, also sobald wir unser Zeug hier haben, können wir hier garantiert Musik machen. Und ich vermute, dass wir uns auch noch irgendwie kleiner machen können, dass wir da oben reingehen können. Vielleicht durch Musik spielt, vielleicht durch irgendwas anderes, keine Ahnung, vielleicht können wir uns auch noch verwandeln oder so. Was weiß ich denn schon, ich achte hier nur auf die kleinen Details. Hi! Was, hast du die Engelsfeder in der Nähe von Dorf Atlant gefunden? Dieses Relikt erlaubt dir, dich zu teleportieren, zumindest der Legende nach... Ah, dann sind das hier wahrscheinlich auch Teleporter. Und ich vermute einfach mal, wir können irgendwie zu einer Ratte oder sowas werden, weil hier Löcher sind, dass man da dann einfach reingehen kann. In der Wand ist ein Loch! Es ist zu klein, um durchzuschlüpfen. Ja, also wir können auf jeden Fall irgendwie kleiner werden. Ob jetzt zu einem Tier oder sowas. Hier sind auch irgendwelche komischen Drachenköpfe. Oder irgendwas anderes. Irgendwie sowas wird es aber sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich noch verwandeln kann. Und ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass man halt noch Musik spielen kann. Hi, du hast einen Schlüssel. Du bist der Wächter, ja? Ich bin der Wächter des Lufttempels. Ich habe mich hier wegen des besseren Klimas niedergelassen. Wie? Du willst, dass ich dir den Schlüssel gebe? Tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Valion hat mich gezwungen, ihn reinzulassen. Seither mache ich niemanden mehr auf. Na gut, dann nicht. Wenn du dir dem Bösewicht helfen, aber mir nicht. So siehst du auch aus. Also eigentlich sollte ich ja zum Vulkan. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt mache. Ich sollte wirklich zum Vulkan gehen und nicht einfach immer weiter... Nach rechts laufen, aber passt schon, Leute. Wir konnten da gar nichts kaufen, merke ich gerade. Bisschen lame, ne? Ich hätte gerne noch eine andere Rüstung oder so. Aber es gibt ja sowieso nur noch eine weitere Rüstung. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir... Da ist doch die Rüstung. Da ist die Feuerrüstung. Hallo. Die Drachenrüstung, 6000. Habe ich fast. Kann ich mir fast leisten. Nimmst du Darlehen oder so? The Dragon Armor protects its user against its temperatures, but not against fire. Der spricht plötzlich Englisch, okay. Der ist hier in der neuen Welt noch nicht angekommen, Leute. Okay, da oben ist der... Dann müssen wir nochmal ganz kurz 300 Münzen farmen. Und wir müssen sowieso hier auf der linken Seite nochmal kurz gucken, was da ganz oben ist. Oder vielleicht ist da einfach gar nichts. Zumindest eine Kiste oder so. Eine Kiste... Nein!
Eine Kiste mit ein bisschen Geld wäre toll. Obwohl die Leute hier auch eigentlich ganz gut Geld geben. Level up, das ist sehr nett. Die erinnern mich irgendwie richtig stark an irgendwas. Ich weiß, vielleicht an Fur, nee, nicht Furby, aber wie hieß denn? Kennt ihr diese komischen Plastikteile, die man umhergeschmissen hat und dann je nachdem, wie die gefallen sind, haben die Punkte gegeben? Wie hießen die denn nochmal? Weiß ich nicht, so Plastikdinger, so kleine Monster. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Geld schon. Vorsicht, im Vulkan herrschen gewaltige Temperaturen. Okay, dann können wir da wahrscheinlich noch nicht reingehen, weil es so heiß ist. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Rüstung. Dann hätte man hier grinden müssen, wenn man nicht so viel Geld hätte. Na gut. Aber wir als Profi haben natürlich genug Geld. Hier, ich habe 6000. Ja, easy. Danke, bitte. Ah, jetzt hat er plötzlich doch Deutsch gesprochen. Danke kann er sagen, aber sonst kann er nichts sagen. Dann war die Samurai-Rüstung richtig unnütz. Die brauchten wir wirklich für gar nichts. Die Samurai-Rüstung war nur für den Weg von dem Erdtempel zum Wassertempel. Nicht mal. Zur Hälfte des Wassertempels. Und dann haben wir schon diese Wasserrüstung bekommen. Verteidigung 43. Verteidigung plus 30 schützt gegen extrem hohe Temperaturen. Klingt gut. Brauchen wir auf jeden Fall für den Vulkan. Das ist auch genauso wie bei Zelda. Haben die sich ein bisschen was abgeguckt, möchte ich mal so behaupten. Sieht der Samurai-Rüstung aber sehr, sehr ähnlich. Okay, jetzt können wir hier auf jeden Fall rein und schauen mal, was uns hier Tullis erwartet. Ja, es ist eine Höhle. Herrschen hier denn jetzt schon extreme Temperaturen? Auch schon hier? Sieht nicht wirklich warm aus. Oh, nicht wirklich warm aus. Aber hier sind komische Magma-Gegner. Oh, wow. Okay. Sei doch nicht so. Boah, die geben richtig viel Geld. Warte, lass mal gucken. Wir haben 1166. Okay, das ist, glaube ich, ein 100er. Also ja, man kriegt so 100 Dinger oder so. Habe ich den vernichtet? Ja. Okay, hallo, komisches Feuerding. Hier, Blubberbläschen-Attacke. Plau. Okay, hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Kann man den denn vernichten, ohne allzu viel Schaden zu bekommen? Also er kriegt auf jeden Fall Schaden. Jetzt bin ich fast tot. Aber er kriegt doch Schaden. Aha. 300 Gold kommt da raus. Nice. Das ist die Frage. Will ich lieber einen Trank benutzen, statt so ein Herb? Oder ist mir das gerade egal? Wir schauen erstmal links. Hier sieht das schon wärmer aus, weil hier im Hintergrund diese Magma-Ströme sind. Es gibt zwei Wege im Labyrinth. Einer führt zum Drachenschwert. Der andere zum Feuertempel. Drachenschwert klingt sehr gut. Dann ist hier locker ein Drache am Ende der Boss. Wahrscheinlich ist der grüne Drache, der bei allen möglichen Werbungen für Agelos ist. Drachenschwert, Hinweis 1. Nach unten. Okay, danke. Guter Hinweis. Oh, das Ding ist wieder da. Dann gehen wir mal nach unten. Ich hatte sowieso keine andere Möglichkeit. Oh nein, aber Labyrinthe ist natürlich eklig, muss ich zugeben. Hä, kommen wir jetzt von hier oder nicht? Hä, ich bin doch gerade aber... Was? Ich bin nach links gegangen? Ah, und komme trotzdem hier wieder raus. Das ist derselbe Raum, Leute. Wenn ich nach rechts gehe, dann auch. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nach unten gehen. Auch nicht? Nach oben? Hä, das sieht alles gleich aus. Ist egal, wo ich hingehe. Warte, sieht der Hintergrund auch immer gleich aus? Ja. Okay, wir sollen nach unten. Wir sollen nach unten. Wir sollen nach unten. Wir sollen nach unten. Déjà vu, I was born in ich kann den Song leider nicht. Déjà vu. Was soll ich machen? The heck? Muss ich irgendwas anderes machen? Was? Hä? Es ist immer dasselbe. Zwei Wege, Drachenschwert. Und der sagt, Fragezeichen nach unten. Tja, Leute. What to do? Die sagen nach unten, aber ich kann hier nichts machen, oder? Kann ich irgendwas aktivieren? Ist egal, wo ich rausgehe, ich komme immer wieder im selben Raum raus und das sieht doch alles gleich aus. Hier ist ein Stalagnit, da ist ein Stalaktit. Aber sonst weiß ich nicht wirklich, was hier noch sein sollte. Auch egal, ob ich nach oben oder nach unten gehe. Ja, Leute, versteht ihr das? Gibt's irgendeinen Hinweis? Irgendwo? Ich meine, das Ding hat gesagt, wir sollen nach unten gehen. Mehr hat er nicht gesagt. Ah, okay, als viertes müssen wir auf jeden Fall nach unten. Ich glaube, das sind fünf Richtungen, in die man gehen soll. Und die vierte Richtung ist nach unten. Die vierte Richtung ist nach unten. Und dann denke ich einfach mal, dass die Stalaktiten hier auch ein Hinweis sind. Also erst hoch, runter, hoch, dann wieder runter und der letzte ist random oder was? Oh, keine Ahnung. Oder man muss wirklich einfach nur den vierten... Vielleicht ist wirklich einfach nur der vierte wichtig.
Also hoch. Dann runter. Dann wieder hoch. Dann wieder runter. Und dann zeigt das Ding hier vielleicht nach rechts. Keine Ahnung, Leute. Links. Unten. Nee, der vierte ist auf jeden Fall nach unten, oder? Und die anderen sind vielleicht egal. So, eins. Hä? Oder vielleicht eins. Ganz oft nach links und dann nach unten. Zwei. Drei. Achso, vierte nach unten. Und dann nach rechts. Es verändert sich ja auch nichts. So absolut gar nichts. Ja, da habe ich das Viech einfach mal getötet. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da machen soll. Das ist eigentlich mein vierter Tod. Ein bisschen Experience verloren, ist aber egal. Voll nur 200. Aber es gab doch keinen Hinweis, oder? Vielleicht außerhalb von dem Ding? Stand da noch irgendwas? Ich habe nur einen ganz komischen Hinweis. Und zwar vierter nach unten. Hier ist auch nichts. Ich achte mal kurz auf die Umgebung, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Tipp ist. Aber sieht irgendwie halt nicht so aus. Da ist so ein komisches Springvieh. Jetzt sind wir wieder hier unten. Mir ist übrigens eben erst aufgefallen, dass das Viech da Augen hat. Der ist auch zu krass, aber der gibt auch keinen Tipp, was man machen soll, oder? Hier sind doch nirgendwo Tipps. Vielleicht in der Stadt irgendein Typ, aber... Ach, ich weiß es nicht, Leute. Schade, dass unsere Rüstung uns nicht vor Feuer schützt. Das wäre noch gut gewesen. Hier gibt es keine Tipps. Wir haben so eine coole Fähigkeit, dass wir nach oben gehen können, aber es gibt ja auch keine Geheimräume oder so. Hinweis 1, ja. Und weiter? Fragezeichen, 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 runter, Fragezeichen. Der vierte ist nach unten. Okay, Leute, gar kein Plan. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Man soll rechts, links, rechts, dann nochmal rechts und dann nach unten. Warum auch immer? Ich habe gar keine Ahnung. Warum, wieso, weshalb? Vor allem, da stand doch an vierter Stelle nach unten. Das ergibt alles keinen Sinn, Leute. Da oben war noch eine Kiste, aber ich kam da gar nicht ran. Ach man, das war super dumm. Keine Ahnung. Blödes Scheißrätsel hier. Wie sollte man denn darauf kommen? Wenn ihr eine Ahnung habt, wie man dieses Rätsel machen sollte, ach, das war nur der erste Hinweis. Okay, dann muss ich mir das doch nochmal aufschreiben. Weil anscheinend sind die Hinweise nicht alle... Also, das vervollständigt sich hier nicht. Heißt, unten, dann Punkt, Punkt, dann wieder nach unten und nach rechts. Also der erste Hinweis hatte gar nichts mit diesem Labyrinth da zu tun. Aber dann gar keine Ahnung, wie man da auf die Lösung kommen sollte. Einfach durch Ausprobieren oder was? I don't know. Okay, auf den Dinger kann man stehen, das ist doch schon mal schön. Okay, kannst du mich bitte nicht verfolgen? Komisches Viech, kann man dich wenigstens töten? Nö, natürlich nicht. Warum sollte man auch? Oh, Hinweis 3. Der sagt links, rechts. Okay, damit haben wir... Nee, rechts, links. Damit haben wir alles. Also unten, rechts, links, unten, rechts. Hätte man sich vielleicht gar nicht aufschreiben müssen, aber sicher ist sicher. Cool, dann müssen wir garantiert nochmal in einen anderen Labyrinth. Irgendwie, das mache ich... Diese Gegner sind so blöd. Ja, 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 ja. Ja, 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 tun mir doch weh. Irgendwie, ich bin aber auch zu schwach für den. Nimm das und das und überhaupt. Hier, stirb dran. Ich hab nichts mehr. Tolle Sache. Meine Güte, ich hab halt gar nicht... Oh, okay, ich muss einen Trank trinken, sonst bin ich hier gleich tot und dann starte ich wieder am Anfang des Labyrinths und da habe ich keine Lust drauf. Oh, hier, Trank, ja, nimm halt. Da haben wir zumindest volle Leben. Da unten ist Lava. Da sollten wir eventuell nicht rein. Ich habe gesagt nicht. Guck mal, gerettet, gesaved hier. Okay, da oben waren wir schon. Oder waren wir? Waren wir nicht, ne? Wie kommen wir denn da wieder hoch? Den können wir auf jeden Fall nicht angreifen. Die Lava dürfen wir hundertprozentig auch nicht. Das wäre doch bescheuert, in die Lava zu gehen. Jetzt ganz ohne Witz. Okay, wo waren wir denn da noch nicht? Hier ganz oben waren wir noch nicht, aber das Ding nervt halt übelst. So, hier garantiert einfach nur hoch. Da ist sogar noch ein Speicherpunkt. Nein, ich hätte gar nicht, meine Leben gar nicht heilen müssen. Feuertempel, Weg zurück. Hier, nein, ich, ah, wieso speichere ich das? Das geht doch mein Spiel wieder kaputt. Oh, das Spiel hat so viele Bugs. Wieso? Gestern ging doch noch alles. Plötzlich ist mein Spiel kaputt, wenn ich speichere. Next try. Okay, immerhin sind wir hier. Okay, ja, ja. Ist ja nicht so, dass ich die komische Rüstung anhatte. Ist das jetzt die ganze Zeit so? Kann ich hier nicht mehr drinnen stehen bleiben? Danke, die Experience brauche ich nicht. Waren ja nur 500.
Komm, ich hab doch die Rüstung. Oh mein Gott, mein ganzes Spiel ist kaputt. Wehe, ich hab die Rüstung jetzt nicht mehr. Moment. Er hat meine Rüstung weggeschmissen. Why? Why? Ich hab meine... Er hat da unten gespeichert, aber ich hab meine Rüstung nicht mehr. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das für fucking... Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus, weil ich keine Rüstung habe. Das Schwert hat er mir auch genommen. Und ich sterbe ja einfach hier drin. Und ich kann mich auch nicht raus teleporten oder so. Ich muss den Wassertempel nochmal machen. Ich muss alles nochmal machen. Ich komme... Oh, nö. Gut, mal gucken, wie ich das mache. Dann erstmal danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Fall gefallen hat, dann like, dann tschüss.